Am Morgen des 14. Januar wurde dem Notruf der Feuerwehr in Schwerin ein Brand in einer Pflegeeinrichtung gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Zur Eindämmung der Gefahr für die Bewohner wurde das Objekt teilweise evakuiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es in einem Aufenthaltsraum der Pflegekräfte zu einer Brandentwicklung. Zwei Mitarbeiter versuchten, eine brennende Decke aus der Wohnung zu befördern. Dabei erlitt eine Pflegekraft Verletzungen. Insgesamt wurden 17 Personen, darunter sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner, verletzt. Infolge von Verbrennungen wurde eine Person mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.